Ich habe mich als Gitarrist irgendwann mal interessiert für außereuropäische Musik und habe ein Instrument gesucht, so ein Zweitinstrument neben der Gitarre. Die Beatles haben Sitar gespielt, das war so der Indien-Trend so ein bisschen. Ich habe dann aber die Ud entdeckt. Die Ud ist ja die Mutter der Gitarre irgendwo, also die Laute kommt von der Ud. Da ging das sehr schnell, dass ich mich in das Instrument verliebt habe. Die Musik, die ich damit mache, die ist natürlich eine Mischung aus meinem eigenen Weg, sage ich mal. Das heißt, ich komme von Rock, von Jazz, von Blues. Und als ich dann an den Nil kam, also nach Ägypten und vor allen Dingen im Süden, habe ich gemerkt, das sind ja dieselben Rhythmen. Das war ganz toll, dass sich da so ein Kreis geschlossen hat am Nil. Ich heiße Roman Bunker, ich lebe in München. Ich bin Musiker, spiele Gitarre, spiele Ud, komponiere Filmmusik und spiele sehr gerne die arabische Laute.